So, wir werden heute mal den Teigmischer ausprobieren und ich will es mal versuchen, ohne dass ich den Kaiserschmarren, dass ich vorher das Eiweiß aufschlage. Das heißt, ihr nehmt erstmal das Unterteil, kommt jetzt hier rein. So, dann kommen zuerst die flüssigen Sachen rein, wie Milch. Eier. Zucker, etwas Salz, die genauen Angaben schreibe ich euch nachher noch unten in den Kommentaren und 200 Gramm Mehl. So, jetzt kommt das erstmal hier rein. Bitte die flüssigen Zutaten zuerst rein. So, jetzt nehmt ihr erstmal das hier ohne den Stopfer. Das heißt, das kommt hier so rein. Verschließen und jetzt ganz gut durchmischen. Ein paar Mal gut durchmischen und normalerweise ist jetzt schon der Teig fertig. So, und den werden wir jetzt abbacken. So, dafür benutzen wir heute die Ise Edelstahl Antihaftpfanne.